Herzlich willkommen zum RSO Reisentalk vor dem Auswärtsspiel unseres TSV Steinbach-Haiger bei der Eintracht Frankfurt U21. Heute erstmals vor der Kamera als Interimscheftrainer Hüsnü Tahiri. Hallo Hüsnü. Hallo. Ja Hüsnü, das war eine bewegte Woche für dich. Wie ist die ganze Woche in deinen Augen so abgelaufen? Positiv muss ich sagen. Also in dieser Rolle bin ich ja schon das dritte Mal jetzt eingeschlüpft. Von daher hatte ich jetzt keine Anlaufprobleme. Ja, wichtig war, dass wir jetzt irgendwo einen Matchplan herausarbeiten für das Spiel morgen, was sehr wichtig ist für uns alle, für den Verein. Und auch die Trainingstage liefen alle optimal und von daher sind wir alle positiv eingestimmt. Pokalspiel, wir sind weitergekommen. Da hast du ja auch schon ein kurzes Fazit zugezogen. Im Endeffekt alle Spieler das Pokalspiel gut überstanden, alles so gelaufen, wie du dir es vorgestellt hast? Ja, absolut. Ja, man hätte sich natürlich gewünscht, dass das eine oder andere Tor mehr gefallen wäre, aber ich hatte auch am Mittwoch schon gesagt, danach fragt er keiner mehr und wir sind jetzt eine Runde weiter, haben das ganz schnell abgeschlossen, ja, haben das hinter uns gelassen und schauen jetzt nach vorne und es war halt das Wichtigste, diese Runde zu überstehen, auch wenn es im Pokal nie einfach ist. Ja, es ist egal, ob es eine Verbandsliga ist, das ist immer wieder bei anderen Vereinen, Beispiel Saarbrücken, ja, und von daher bin ich froh, dass das gut gelungen ist. Neue Ausfälle haben wir keine, wenn ich es richtig gesehen habe, Nein. Aber es sind Spieler, die wir geschont haben, wieder dazugekommen. Also Kader für Frankfurt sieht gut aus. Kader sieht gut aus, ja. Bis auf Serkan Firat hatten wir jetzt noch ein bisschen gewartet, würde gerne dazukommen. Aber da werden wir, denke ich, kein Risiko eingehen, aber bei denen sieht es gut aus. Und ansonsten, ja, Janik Langesberg und die üblichen, die jetzt schon etwas länger raus sind, Christopher Wieling. Der Götzinger und Bissinger, die sind halt nicht dabei. Und sonst die Jungs, die jetzt mit Tor auch zum Einsatz kommen sind, die sind logischerweise jetzt im Kader für Samstag und sind auch einsatzbereit und einsatzfähig. Und da sind wir auch froh drüber. Und der Kader ist jetzt voll und da gibt es auch keine Ausreden. Eintracht Frankfurt U21. Ihr habt euch mit Sicherheit auf den Gegner schon vorbereitet. Was erwartet uns für ein Spiel da in Dreieich? Ja, schwieriges Spiel, ne? Wie jedes Spiel. Jedes Spiel in der Liga ist schwer und gerade der Gegner in der U-Mannschaft, die läuferisch, physisch, technisch, fast alle Spieler in der Mannschaft irgendwo im Offensivbereich, tiefe Schwerpunkte, gutes Dribbling. Ja, da musst du halt gucken, dass du deine 1-gegen-1-Duelle, deine Zweikämpfe gewinnst. Aber ja, ich will jetzt nicht so viel auf den Gegner schauen, gucken, dass wir unsere Mannschaft in den Griff kriegen, ja, dass sie vom Kopf her richtig da sind und eine gewisse Spannung und hoffentlich auch eine perfekte Tagesform am Tag legen, dass wir da dann was mitnehmen können. Und auf den Gegner, klar, ja, die sind viel Gegenbewegung im Zentrum, vorne, die sind halt gut besetzt. Ja, da kannst du jetzt nicht irgendeinen Spieler rausheben. Und wie gesagt, ja, hoffen wir einfach, dass wir da 100% eingestellt sind, ja, mit mir zusammen, mit dem Trainerteam zusammen. Und dafür sorgen wir, dass wir die Mannschaft so weit hinkriegen, dass sie dann dadurch vorher gehen können. Ja, für alle, die das Video sehen, also das Spiel aus Dreieich wird natürlich auch wieder auf Leaks live übertragen. Und für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, im Hessen-Pokal geht es schon am Mittwoch weiter in Kassel. Für morgen drücken wir ganz fest die Daumen, wünschen viel Erfolg und dann auch eine gute Anreise da nach Dreieich und hoffen natürlich auf eine Unterstützung durch unsere Fans. Dankeschön. Tschüss.